Hi miteinander und willkommen zurück bei Alarm für Cobra 11 Crash Time mit dem Fisch da. Und ja, in der letzten Folge ist unser Chefin entführt worden und die befindet sich immer noch in den Händen vom böse Entführer, dem sein Bruder in unserer Hand ist und der eigentlich austauscht werden sollte. Und ja, da sind wir gerade mittendrin. Unsere Aufgabe ist jetzt gleich den Bruder zum Verfolgen und zwar unauffällig. Unauffällig bedeutet wieder nicht näher als 40 Meter nahe kommen und nicht weiter als 180 Meter weg vom Auto sei, vom Verfolgte. Okay, der fährt schon mal runter, blinken wir mal ganz unauffällig. Ja, schön. Und wir sollen auch kein Blaulicht auch machen, obwohl das bei dem Auto sowieso ziemlich schwer wäre, Blaulicht auch zu machen, weil das hat gar kein Blaulicht. Also können wir uns voll drauf konzentrieren, unauffällig zum Blinken. Weil wir nicht aufs Blaulicht achten müssen. Oh! Enge Kiste. Fahren wir eine Runde auf dem Gehweg. Fällt auch nicht so arg auf. Und da sind wir schon ziemlich näher dran. Oh! Was macht denn der für Kermele? Aua! Ich sehe schon, das ist nicht ganz leicht. Wow. Und der soll. Ach genau, es war die Botschaft, dass der mit seinem unauffälligen Auto da vorne zur stolze Jenny, ich glaube stolz war's, auf jeden Fall zu irgendwas Jenny kommen soll. Und ja, ich denke mal, dass der dort jetzt noch fahren wird. Die Frage ist nur, was ist das oder wer ist das? Klingt im ersten Moment mal nach einem Restaurant, aber ich denke mal, wenn wir da im Wasser sind, ist es wohl ein Schiff. Okay, wir sind gespannt, was passiert. Ich kann nicht mehr weiterfahren. Mist, wir haben ihn verloren. Sieh mal, Chris, da steht der Wagen. Und die Chefin. Chefin, geht's Ihnen gut? Ja, alles in Ordnung. Die beiden sind in einen anderen Wagen gestiegen und haben mich hier zurückgelassen. Wir geben gleich eine Fahndung raus. Die beiden haben mit der Fähre übergesetzt. Vielleicht holt ihr sie über die Brücke noch ein. Ich lass mich hier abholen. Ja, klar, wir müssen über eine Brücke suchen. Ich weiß nur ganz genau, dass ich mich das letzte Mal, wo ich das probiert habe aufzunehmen, das Spiel, sehr drüber aufgeregt habe, dass man keine Brücke findet, aber da ist doch eine Brücke. Und wir sind zwar kein Zug, aber wir denen einfach mal so, als ob man auf der Schwäbischen Eisenbahn unterwegs wäre und fahre da eine der Schiene nach. Ja! Nein! Mann, bin ich verschrocken. Ich hab gerade das Radar geguckt oben. Oh! Oh je, Mine. Also gut, wir probieren es nochmal. Steht der Wagen. Und die Chefin. Chefin, geht's Ihnen gut? Ja, alles in Ordnung. Die beiden sind in einen anderen Wagen gestiegen und haben mich hier zurückgelassen. Wir geben gleich eine Fahndung raus. Die beiden haben mit der Fähre übergesetzt. Vielleicht holt ihr sie über die Brücke noch ein. Ich lass mich hier abholen. So, und ich behaupte immer noch, dass es die beste Idee ist, über das Zuggleis zu fahren. Man dürfe bloß nicht so langsam wie so alte Eisenbahn fahren, sondern wie so in ICE halt. So, am besten gleich drüber, weil der nächste wartet bestimmt schon, bis wir kommen. Cobra 9 an Cobra 11. Der gesuchte Wagen ist uns auf der Stadtautobahn Richtung Innenstadt entgegengekommen. Wissen wir doch schon. So, und jetzt gleich runter vom Gleis. Da sieht man unsere Bremsspuren vom letzten Mal. Da kommt der Zug. Und wir haben es diesmal geschafft. Jawohl! Super! Hätte ja fast auf Anhieb geklappt. So, und jetzt kommen wir erstmal ins Tunnelsystem. Und ich hoffe einfach mal, dass uns das da nachführt. Dass uns das da nachführt, wo wir auch nachwählen. Weil alles andere wäre unpraktisch. Dann kann man so schlecht abbiegen. Aber doch, sieht ja ganz gut aus. Kommen wir gleich beim Kreisverkehr wieder raus. Schwupp. Und da drüben fahrt er. Wow. Cobra 11, wir waren dran. Haben ihn leider am Bahnübergang verloren. Ja, erst mal Lusche. Dann ist weit und breit kein Bahnübergang. So, was müssen wir machen? Ah, wir müssen fünfmal anboxen. Unboxing.
Unboxing die Gegner. 2-3 Mal angeboxt. Wo düster denn jetzt noch? Ist ein Opel Zafira. Was will man von so einem Auto erwarten? So, 4 Mal angeboxt. Unboxing the green car. So, da haben wir die. So, was sagst du jetzt? Ha? Meine Herren, den Fall können wir schon ad acta legen. Aber jetzt schon. Hat inzwischen gestanden und die Brüder kommen mit einem blauen Auge davon. Ah, da sind sie Klickhead. Ah, ja, ja. Was war das Motiv? Er ist ein Mitarbeiter der Konkurrenz, der das junge Unternehmen aus dem Weg räumen wollte, um seinen Arbeitsplatz zu sichern. Seine Stimme ist auch auf dem Anrufbeantworter. Also hat das Opfer absichtlich erst in der Firma angerufen, weil er wusste, dass niemand dort ist und der AB alles aufzeichnen würde. Sein Partner hat aber leider nur die SMS bekommen und ist zum Parkplatz gefahren. Der Täter wollte ihm so den Mord in die Schuhe schieben. Und dass ich das nicht vergesse, danke, dass das gut ausgegangen ist. Gerne, gerne, Chefin. So, dann haben wir schon wieder einen Fall abgeschlossen. Und weil wir nur gerade Mitte in der Folge drin sind, machen wir gleich den nächsten Fall. Und zwar ist das eine Unfallserie, was immer man sich darunter auch vorstellen darf. Chris Senior, der Amokfahrer hat wieder zugeschlagen. Dieses Mal hat er sein Opfer in den Gegenverkehr abgedrängt. Ein schwerer Unfall. Die Fahrer schweben in Lebensgefahr. Seht euch an der Unfallstelle um. Vielleicht findet ihr Hinweise oder Zeugen. Alles klar, Susanne, wir sind schon unterwegs. So, Ebbes, ein böser Autofahrer. Alarm für Cobra 11. Ihre Gegner sind Autoschieber, Mörder und Erpresser. Was schiebt das der Auto oder was ist das für einer? Ha! Ne, wahrscheinlich ist es ein Rowdy, der da rumfahrt wie so gesenkte Sau. Was sind das eigentlich für Straße, wo das uns rumjagt? Ach, und jetzt haben wir übrigens wieder so Navi-System-Linie-Dings. Ist manchmal komisch. Ah, Tunnel, deshalb. Die Tunnels sind einfach so verwirrend, das ist unglaublich. Unglaublich, unglaublich. Da fährt man rein und kommt man ganz anders wieder raus, ohne dass man es überhaupt dran denkt. Das soll man den Überblick behalten. Hm. Menkai, Aua Limit. Bloß ein Zeitlimit und das sind wir locker unter Bode. Oh, Großeinsatz und ein kaputtes Auto. 2 kaputte Autos sogar. Die Zeugen beschreiben einen gelben Sportwagen. Keiner konnte das Kennzeichen nennen. Rosanne hat uns noch eine Liste von Namen geschickt. Alles Meldungen aus der Bevölkerung, die von einem Sportwagenfahrer irgendwie genötigt wurden. Dann werden wir uns die alle noch einmal anhören. Okay, müssen wir Zeuge befragen wahrscheinlich. Machen wir mal Blinklicht an. Dass man sieht, dass wir... Oh nee, ey. 6% von 20 jetzt schon. Was ist denn das bitte? Wenn so eine Mission nicht klappt, das regt mich mal auf. Das ist echt nervig. Aber ich hoffe einfach mal, dass es klappt. Reihenfolge ist scheinbar egal, oder? Oder nicht? Was passiert, wenn man... 9%. Ach, kann ich nicht ausweichen. Apropos, unser Fall ist doch, dass man Dinge gegenverkehrt drängt hat. Ich bin gerade auch in Gegenverkehr drängt worden von meiner Tastatur oder so. Ach nee, was denn das für Straße? Meine Güte. Okay, die Mission klappt nicht. Ich kann es euch schon mal sagen. Sag ich's nicht. Vergiss es. So. Mit 18% wäre noch nicht aus gewesen, aber ich wäre das so unzuversichtlich gewesen, dass das nicht funktioniert hätte. Und deshalb probieren wir es lieber gleich nochmal am Anfang, nicht, dass wir 6 Minuten da die Mission machen und es dann nicht funktioniert. So. Und jetzt mit Ruhe und Konzentration. Ganz knapp. So, Nummer 1.
Gut, Nummer 2. Wir fahren jetzt einfach oben zum Pfeil nach und hoffen, dass der uns richtig führt. Aber andererseits ist es ja dumm. Alle anderen sind dort drüben, dafür müssen wir eigentlich erstmal die da eben. Lieber erstmal alle auf der Seite. Oh! So, und jetzt sind da vorne links. Weg! Mann! 3% Schade, das geht ja noch. Tschüt, 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 tschüt. So, ich weiß nicht warum, aber ich finde die Reihenfolge irgendwie schlauer. Und jetzt mal gucken. Jetzt sind wir nämlich alle auf der linken Seite gerade, beziehungsweise jetzt vorne, wenn wir rumdrehen. Aber eben alle in die Richtung, alle Punkte. Wir müssen nachher nicht durch die halbe Stadt wieder zurückfahren zu dem einen Punkt noch oder zu den zwei. So. Nummer next. Da ist der eine. Komm, den machen wir gleich mit. Aber gleich wieder umdrehen. Gut, haben wir den auch. Und dann geht's gleich dort rüber. Da vorne, aha. Und neu auf den Tunnel fallen E3. Fahr lieber außen rum. Ey, da ist der Flughafen. Und ein Carrera Parkhaus. So, da ist wieder ein Pünktle. Und weiter geht's. Dort drüben ist wieder eins, da kann man einfach mal über die Wiese fahren. Und wo ist der nächste? Jetzt erstmal den und dann gleich wieder den linken und dann können wir nach rechts hin, bloß noch rechte. So. Wir nur 3,5 Minuten Zeit, aber wenn wir das zeitmäßig nicht schaffen, dann weiß ich auch nicht. Es kommt eben doch auf ein gutes Timing an und auf eine gute Strategie. Auch ein Rennspiel kann ein Strategiespiel sein. Was machen wir eigentlich gerade? Ach ja, wir befragen nochmal die Zeuge alle. Die vom Sportwagen abdrängt worden sind. Das ist schon ein Schwerverbrecher. Nein! Zu weit. Gut. Halt auch. So. Und jetzt? Ach so. Oh. Ich hätte gerade fast Zeit verschenkt, ich habe gerade gedacht, das kann ja fast nicht sein, dass man noch so viel Zeit übrig hat. Aber allem Anschein nach ist die Mission noch gar nicht vorbei. Allem Anschein nach ist der Hand nämlich nur mit dem Punkt versteckt. Und jetzt? Jetzt ist sie vorbei. Schön. Was ist das für ein Verrückter? Mindestens 10 Unfälle gehen schon auf sein Konto. Und inzwischen schlägt er täglich zu. Keine Ahnung, was diesen Kerl antreibt. Aber egal, was es ist, wir müssen seine Serie beenden. Die gestern verunglückte Fahrerin hat es leider nicht geschafft. Woher weißt du das? Steht hier, in der Lokalen, gleich auf der ersten Seite. Der Unfall war gestern Abend und landet gleich heute auf der Titelseite? Sensationsgierige Presse. Ah ja. Also wir hätten es da mit einem Sportwagenfahrer zum Tod, der, wie man schon sieht, ziemlich viel Chaos macht und ziemlich viel Schade errichtet. Und ja, in der nächsten Folge von Alarm für Cobra 11 Crash Time hoffe ich, dass du wieder dabei bist und zuguckst, wie ich spiele. Und
Ich bin schon mal gespannt, wie der Fall sich weiterentwickeln wird. Ob mir auch vielleicht noch abdrängt werde vom gelben Sportwagenfahrer, wer weiß. Mir wird es sehr. Ich wünsche euch eine schöne Zeit, macht's gut und bis zum nächsten Mal.